Ja, also er war sich bisher nicht sicher, ob er bi oder schwul ist, aber jetzt durch die Zeit, die er mit ihr verbracht hat, ist er sich eigentlich ziemlich sicher, dass er nicht auf Frauen steht. Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zum, ich glaube, siebten Teil, ich müsste in meinen Aufzeichnungen nachschauen, von den Tinder- bzw. Dating-Community-Stories. Dem Format, in dem ich von euren ganzen komischen, verrückten, lustigen und manchmal auch ein bisschen verstörenden Dating-Erfahrungen erzähle. Diesmal habe ich wieder drei neue Stories für euch. Solltet ihr da auch noch ein paar auf Lager haben, dann schreibt sie mir sehr gerne in die Kommentare oder schreibt mir privat auf Instagram. Das wird natürlich alles anonym behandelt und dann würde ich sagen, starten wir mit der ersten Story. In der ersten Geschichte hat mir ein Mädel erzählt, dass sie einen Typen gedatet hat, der sehr attraktiv war. Sie haben sich wirklich gut verstanden. Es hat alles total super gepasst. Und trotzdem hatte sie irgendwie immer, wenn sie sich getroffen haben, ein komisches Bauchgefühl. Sie hat nicht ganz sagen können, weshalb jetzt genau, weil, wie gesagt, alles eigentlich grob gepasst hat. Aber irgendwie war es ein bisschen komisch. Er war immer sehr höflich, hatte super gutes Benehmen, war super zurechtgemacht, also wirklich perfekt gestylt, Haare, Bart, alles super ordentlich gezupft, geschniegelt und geleckt. Und trotzdem war es irgendwie immer ein bisschen komisch. Sie hat gemeint, er hat sie total an so ein Male Model erinnert und irgendwie alles so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Und auch beim Küssen war das alles irgendwie so ein bisschen gefühllos und mechanisch und irgendwie hat das nicht so ganz zusammengepasst. Und irgendwann beim fünften Date hat er dann gemeint, er muss ihr etwas beichten und sie war gleich so: Okay, ich bin nicht hübsch genug, er hat sich eine andere gesucht, yada yada yada. Bis er dann gemeint hat, ja, also er war sich bisher nicht sicher, ob er bi oder schwul ist, aber jetzt durch die Zeit, die er mit ihr verbracht hat, ist er sich eigentlich ziemlich sicher, dass er nicht auf Frauen steht. Eigentlich ja, super cool, dass er jetzt immerhin weiß, was er möchte. Ich kann mir nur vorstellen, dass es für sie vielleicht in dem Moment jetzt nicht so toll war, weil nach dem fünften Date hat man ja vielleicht auch schon so ein bisschen Gefühle für einen Menschen und kann sich irgendwie was vorstellen. Aber ja, dann soll es halt einfach nicht sein und das freut mich total für ihn, dass er da jetzt so ja, in sich reinblicken konnte und jetzt für sich endlich weiß, wen er toll findet. Und immerhin ist es dann doch so früh rausgekommen, sprich beim fünften Date, weil ich glaube, sowas dann in einer Beziehung rauszufinden, ist dann noch mal ein bisschen schwieriger für beide Parteien. Also ja, kann man froh sein, dass es noch nicht so eng miteinander verstrickt war, aber ich verstehe, dass das vielleicht so im ersten Mal ein bisschen frustrierend war. Gerade wenn sie ja anscheinend gar nichts davon gemerkt hat in diese Richtung und der festen Überzeugung war, er steht auf eine andere Frau. Aber ja, manchmal kann man sich einfach irren. Die nächste Geschichte ist richtig krass. Also ich habe sehr schlucken müssen, als ich das gelesen habe. Es geht um ein Mädel, das einen Typen gedatet hat, auch über Tinder, soweit ich mich erinnere. Und die beiden einen sehr emotionalen Deep Talk hatten, in dem sie beide über ihre Unsicherheiten geredet haben und wo sie ihm auch gestanden hat, dass sie als Kind etwas dicker war und auch in der Schule gemobbt wurde und sich lange Zeit nicht wohlgefühlt hat in ihrem Körper. Sie hat zwar inzwischen einiges abgenommen, aber am Bauch ist es eben noch nicht ganz so, wie sie das haben möchte. Sie hat auch Dehnungsstreifen, Zellulite etc. Im Endeffekt einen ganz normalen Frauenkörper. Denn ganz ehrlich, wir haben alle da so unsere Problemchen. Zeig mir einen perfekten Körper. Es ist unmöglich, definitiv. Im Endeffekt fühlt sie sich ohne Kleidung einfach sehr unwohl. Wenn sie Kleidung anhat, dann geht es, weil ihre Hose das immer ganz gut abdeckt. Aber ja, man hat einfach immer so das Gefühl, dass es nicht ganz passt. Und er hat dann im Gegenzug auch von seinem Problem erzählt, seiner Unsicherheit. Und zwar hat er gemeint, dass ihm die Länge seines besten Stückes nicht ganz passt, weil sie so am unteren Rand des Durchschnitts ist und ihm das einfach große Probleme bereitet und er damit sehr, sehr unsicher ist und
was ich sehr schön finde, ist, dass sie eben gemeint hat, darauf kommt es ja nicht an, es sind ja so die Charaktereigenschaften, die einfach zählen. Also alles in allem einfach ein wunderschönes Gespräch und toll, dass man sich so öffnen kann, weshalb es dann auch später darauf hinausgelaufen ist, dass sie miteinander geschlafen haben. Da hat er sie auch das erste Mal ohne Kleidung gesehen. Und dann kommen wir auch schon zu dem weniger schönen Teil, denn sie hat berichtet, dass im Zuge dessen er dann angefangen hat, irgendwie komisch mit ihrem Bauch rumzuspielen, da so ein bisschen gewabbelt hat und irgendwie das alles ganz lustig fand und sie ihn gebeten hat, damit aufzuhören, weil sie das irgendwie unangebracht und unangenehm fand und sie sich einfach nicht wohlgefühlt hat. Und er hat dann immer nur gemeint so, wieso, ist doch witzig. Bis hin zu dem Punkt, wo er plötzlich geflüstert hat, Specky Becky. Und sie war nur so, wie hast du mich gerade genannt? Und er war nur so, ach nö, nö. Und dann so, naja, ist doch nicht so schlimm, oder? Ich hab's da lustig gemeint, Ding. Woraufhin sie sich nicht mehr zurückhalten konnte und aus Reflex gesagt hat, naja, aber ich nenne dich ja auch nicht Mini-Schwanzi oder irgendwas in die Richtung. Was er natürlich wiederum gar nicht lustig fand und dann komplett eskaliert ist und gemeint hat, boah, das ist ja nicht dasselbe und das ist ja 10-mal schlimmer und du hast ja keine Ahnung und das kann man nicht vergleichen und bla bla bla. Anscheinend ist dann ein riesiger Streit losgebrochen, der dann zum Resultat hatte, dass er sie hinausgeworfen hat. Ja, also so viel zum Unsicherheiten teilen. Also ich verstehe nicht, wie man selbst so eine große Unsicherheit haben kann und auch sich dessen bewusst ist und darüber redet und froh ist, sich mit einem Menschen über sowas austauschen zu können. Und im Gegenzug, wenn man dann so etwas von einer anderen Person erfährt, dann auch noch genau in diese Wunde reinzudrücken. Wenn man weiß, dass man selbst nicht gut darauf reagieren würde, dann kann man doch nicht solche Dinge zu einer anderen Person sagen. Noch dazu in so einem Moment, wer kommt denn auf so eine Idee, sowas zu sagen während dem Akt? Also Entschuldigung, da ist doch einfach alles vorbei. Alles. Wie? Das ist ja weder lustig noch sexy noch anregend irgendwas. Also es tut mir so leid für dich. Wirklich. Wirklich. Ich wünsche dir, dass sowas nie wieder passiert, weil das ist einfach nur unterste Schublade. Und ich hoffe, dass ihm zumindest deine Reaktion mit dem Vergleich eine Lehre war und dass er sich sowas bei keiner anderen Frau mehr traut, weil, Entschuldigung, was soll denn das? Also, aha! Ich halte sowas nicht aus. Tut mir leid. Ich frage mich wirklich jedes Mal, wie man einfach so dreist sein kann. Und zum Abschluss noch eine etwas lustigere Geschichte nach dem jetzt. Nach dem kann alles nur lustig sein. Na gut, vielleicht nicht alles, aber ich muss meinen Spiegel mal wieder ein bisschen runterkommen, sonst rege ich mich zu sehr auf. Auf jeden Fall ist die Geschichte von einem Mädel, das erzählt hat, sie hat sich mit einem Typen getroffen, der dann im Laufe des Gesprächs meinte, sie erinnere ihn total an Miley Cyrus in der Zeit, als sie noch Hannah Montana gedreht hat. Sie hat das als Kompliment gesehen und sich gefreut und er hat gefragt, ob sie eigentlich ein Instrument spielen kann, singen kann, Gesangsunterricht hatte, Lieder von Miley Cyrus kann, also auswendig etc. Und das, ja, fand sie am Anfang jetzt alles noch nicht so komisch. Hat gemeint, naja, sie ist jetzt nicht so die begnadete Sängerin, aber ja, geht so ein bisschen. Sie hat auf jeden Fall gemeint, sie hat jetzt nicht so wirklich Talent. Das wollte er ihr allerdings nicht glauben und hat sie bequatscht, sie soll doch bitte The Climb von Miley Cyrus singen. Und nach sehr viel hin und her, weil sie es einfach partout nicht wollte, hat sie sich dann doch dazu überreden lassen. Er hat ihr dann nämlich sogar die Lyrics und alles im Internet rausgesucht auf seinem Handy und ihr hingehalten, weil sie gemeint hat, sie kennt ja den Text gar nicht und so. Und er wollte einfach unbedingt, dass sie das für ihn singt. Das hat sie dann auch. Allerdings mehr so eher sprechen als singen und so ein bisschen unangenehm und das war ihm allerdings nicht genug und er wollte mehr Emotion und Hingabe und wollte mit ihr üben, bis sie das besser macht, was ihr dann allerdings ein bisschen zu dumm war, weil sie wollte einen Typen kennenlernen und nicht Gesangsstunden nehmen, damit sie so singt wie Miley Cyrus als Hannah Montana. Verstehe ich auch.
Immerhin ist das eine lustige Geschichte, die man im Nachhinein erzählen kann und nichts super Unangenehmes, aber ich verstehe, dass es in dem Moment trotzdem auch unangenehm für dich war. Gerade wenn dich irgendjemand zwingt, was zu tun, wo du weißt, dass du nicht gut drin bist. Dass er da so krass drauf bestanden hat, finde ich auch ein bisschen extrem, aber ja, er wird schon seine Hannah Montana finden. Hoffe ich mal für ihn. Oder so. Und ich wünsche dir keine weiteren Dates mit solchen Miley Cyrus-Fanatikern. Das war's auf jeden Fall mit den Stories für heute. Ich hoffe natürlich sehr, dass sie euch gefallen haben. Wenn ihr noch welche für mich habt, dann schreibt sie mir, wie gesagt, sehr gerne. Ihr findet jetzt außerdem hier seitlich noch zwei von meinen letzten Videos und da unten könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren, falls ihr das nicht bereits schon getan habt. Ich freue mich auch sehr, wenn ihr die kleine Glocke aktiviert, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!